sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte, und opferte Brandopfer und Dankopfer vor Gott. And they brought in the ark of God and set it inside the tent that David had pitched for it. And they offered burnt offerings and peace offerings before God. For the Israelite, the nation Israel, die Israeliten, the ark of God, die Lade Gottes, it's like something when they miss, wenn sie etwas verpassen, the loss has everything. Dann, oder wenn sie das verlieren, dann haben sie alles verloren. The ark of God is very important. Deswegen war die Lade Gottes wirklich sehr wichtig. And they lost the ark of God for so long. Und sie hatten die Lade Gottes verloren, eine ganz lange Zeit lang. But David brought it back. Aber David hat sie wieder zurückgebracht. And Bible said, und die Bibel sagt, he brought the ark of God. Dass er die Lade Gottes gebracht hat. Inside the house, the place, in dem Ort David has prepared. Hat David etwas, David ist vorbereitet. Oh, I'm not going to preach any longer about this. Ich möchte nicht länger darüber predigen. Sunday we are going to continue. Am Sonntag werden wir weitermachen. But I just want to tell you, just go home and read the whole chapter 16. Aber ich möchte euch nur sagen, dass ihr nach Hause gehen solltet. Because we are about to talk about it. Das gesamte Kapitel 16 lesen werden. David brought the ark of God. Deswegen hat David die Lade Gottes gebracht. To the place that's prepared. Zu dem Ort, an dem er vorbereitet hatte. What am I talking about? Worüber spreche ich? The ark of God. Die Lade Gottes. Represents the Holy Spirit. Repräsentiert den Heiligen Geist. Und als sie den Heiligen Geist nicht mehr hatten, war alles ein Chaos. Nothing goes on well. Nichts war mehr gut. Things are not right anymore. Die Dinge waren nicht mehr richtig. But in moment they have the ark of God, aber in dem Moment, wo sie die Lade Gottes wieder hatten, things were changing. Haben sich Dinge verändert. The ark of God went to a man called Obed-Edom. Die Lade Gottes war bei einem Mann namens Obed-Edom. Und This ark went to his house und diese, for 3 months. Und diese Lade war in seinem Haus für 3 Monate lang. And Bible said, und die Bibel sagt, everything in his household, dass alles in seinem Haushalt was blessed, gesegnet war. Ladies who couldn't get pregnant were get pregnant in his house. Frauen, die nicht schwanger werden konnten, wurden schwanger in dem Haus. Animals, Tiere, are just increased. Wo sind einfach mehr geworden. Just like that. Einfach so. Things been coming on. Dinge sind einfach so because mehr geworden. The ark of God has been in his house. Weil die Lade Gottes in seinem Haus war. But the word Obed-Edom, aber das Wort Obed-Edom heißt, dass die Bedeutung von Obed is a worshiper. Heißt ein Anbeter. And this guy is a true worshiper. Und dieser Mann war ein wahrer Anbeter. So a true worshiper. Und ein wahrer Anbeter brought the ark of God, hat die Lade Gottes gebracht to his house, in sein Haus. I believe you are a worshiper. Ich glaube daran, dass ihr auch Anbeter seid. Worship God ihr habt tonight. Gott heute Abend angebetet. And because you are worshiping God tonight, und weil ihr ihn heute Abend angebetet you habt, are bringing the ark of God, bringt ihr die Lade Gottes into your house, in euer Haus, into your presence, in deine Gegenwart, into your being, in dein Sein. And because the Holy Spirit, und weil der Heilige Geist, Jesus, says something. Jesus hat etwas gesagt. He said, look, I'm going, er hat gesagt, ich gehe, and I'm going to send you somebody. Aber ich werde euch jemanden senden. Ich werde die Lade Gottes bringen. The ark, die Lade, the Holy Spirit, der Heilige Geist. I'm bringing him back to you. Ich bringe ihn wieder zurück zu euch. Now the Holy Spirit is in you. Jetzt ist der Heilige Geist in I euch. Want to tell you something. Ich möchte euch etwas sagen. Whatever you touch, was auch immer ihr berührt, is going to be a blessing. Wird ein Segen sein. Whatever you do, was auch immer ihr tut, is going to be a blessing. Wird ein Segen sein. I start by telling you ich something. Sage euch, now should I tell you that everything is good? Soll ich euch sagen, dass alles gut ist? And I feel like, no. Ich habe das am Anfang gesagt und habe gesagt, but the answer will be yes later on. Aber die Antwort wird später ja sein. Why it will be yes and no, warum war es vorher nein und jetzt ja? If you decide, ist, weil wenn du entscheidest, you will bring the ark of God, dass du die Lade Gottes into your presence, in deine Gegenwart bringst, things will change. Dann werden sich Dinge verändern. If you believe, wenn du daran glaubst, that the ark of God, dass die Lade Gottes will be in your house, in deinem Haus ist, things will change. Dann werden sich Dinge I'm verändern. Talking about the Holy Spirit. Ich spreche vom Heiligen Geist. I'm talking about the power ich spreche of God. Von der Kraft Gottes. I'm talking about Jesus. Und ich spreche von Jesus. I'm talking about the one who died for you. Ich spreche von demjenigen, der für dich gestorben ist und der für dich auferstanden who ist, sent the Holy Spirit for you. Der den Heiligen Geist für dich and gesandt said, hat. Und er hat gesagt, now he's in you. Jetzt ist er in dir. The power of God is in die Kraft Gottes the ist in dir. God is in you. Der Geist Gottes ist going in dir. To change something in your body. Er wird etwas in deinem Körper verändern. Going to change something in your house. Er wird etwas in deinem Haus verändern. Somebody is going to, life is going to change. Das Leben von jemandem wird sich ändern. Your life will never be the same dein from Leben today. Wird nicht mehr das gleiche sein von because heute God an. Denn Gott has brought the ark of God back. Hat die Lade Gottes zurückgebracht. The ark of God has come back. Die Lade Gottes ist zurückgekommen. It is back. Sie ist zurück.
Sunday I will tell you, am Sonntag werde ich euch sagen, after the ark of God came, dass nachdem die Lade Gottes gekommen ist, was die Leute dann gemacht haben, I will show you, ich werde es euch zeigen, I will prove to you, ich werde es euch beweisen, and you will see, und ihr werdet sehen, the blessings, der Segen, the ark of God, der gekommen ist, nachdem nach der Lade Gottes. Der Heilige Geist ist gekommen. Is here. Und er ist hier. Is here. Er ist hier. Is here. Er ist hier. Wie viele von euch glauben daran, dass der Heilige Geist hier ist? Wenn ihr daran glaubt, dass er hier ist, dann lasst mich euch sagen, dann kann ich euch versprechen, wenn ihr es nicht versteht, dann kommt und fragt mich. Vor zwei Wochen, vor zwei oder drei Wochen, hat Achille eine Botschaft gepredigt. Und er hat etwas gesagt, wenn du ein Baby hast, wenn das Baby anfängt zu weinen, dann gehst du dorthin und fütterst das oder gibst dem Kind Essen. Aber für eine Zeit kommt das Baby zu dir. Mama, ich muss auf Toilette. Pupu. Ich muss auf Toilette. And then he starts saying all those things. Und dann fängt das Kind an, diese Dinge zu sagen. Come and ask you und fragt dich. Something. Fragt dich Dinge. For some time, aber dann für eine Zeit lang fragt das Kind dich nicht mehr. To the fridge, es geht einfach zum Kühlschrank and milk. Und nimmt Milch selber raus. For some time, einige Zeit später geht das Kind einfach selbst und nimmt Wasser zu trinken. Because he know what to do. Weil das Kind weiß, was es tun soll. Vorher my children, waren meine Kinder, haben meine Kinder, tell me, haben mir gesagt, Daddy, can we go to Penny? Daddy, können wir zu Penny gehen? Okay. Jetzt come and tell me, kommen Sie und sagen, Daddy, we are going to Penny. Daddy, wir gehen zu Penny. You see the difference? Seht ihr den Unterschied? Okay. They ask first, vorher haben sie gefragt, Daddy, can we go to Penny? Daddy, können wir zu Penny gehen? But those days, they are young. Weil damals waren sie noch jung. But for some time, aber einige Zeit später, they said, Daddy, we are going to Penny. Haben sie gesagt, Daddy, wir gehen zu Penny. That is how exactly in the kingdom of God look like. Genauso ist es auch im Königreich Gottes. When you accept Jesus as your personal savior, wenn du Jesus als deinen persönlichen Retter akzeptierst, you are drinking milk. Dann trinkst du Milch. But for some time, aber einige Zeit, you need to start chewing bones. Fängst du dann an, Knochen zu essen. You need to know how things harden is. Und du musst lernen, wie schwierig and Dinge sind. That moment, und in dem Moment, you ask and ask and ask, wo du fragst und fragst und fragst, you see, Christian life, that's our life today. So ist unser christliches Leben we ask heute. God everything, wir fragen Gott alles, which is good, was gut ist, to ask and ask nachzufragen, and ask. Um nachzufragen. But God wants you, aber Gott möchte, dass du decide and said, entscheidest und sagst, this is what das ist das, I want to do. Was ich tun möchte. God, how do you think about it? Gott, wie hältst du das? Was hältst du davon? And for some time, und dann einige Zeit you will do something, wirst du etwas tun and God will say, that is my boy, und Gott wird dann sagen, das ist mein Junge, that is my girl, das ist mein Mädchen. Because he wants you to decide, weil er möchte, dass du entscheidest. Make a decision, triff eine Entscheidung, to do something, um etwas zu tun. Look, Elijah, Elia he went to the Baal prophets, war bei den Propheten. And then he challenged them by saying, und hat ihnen gesagt, let us see, lass, who God is the real God. Lass uns sehen, wer der richtige Gott ist. By setting fire, indem wir ein Feuer let setzen. Us prepare the firewood, lass uns das Feuerholz vorbereiten, in, aber kein Feuer and reintun. Call upon your God, und dann ruft euren Gott. And see who kind of God is God. Und dann werden wir sehen, welcher Gott Gott ist. The people tried and tried and tried und and tried. Die Leute haben versucht und versucht, aber kein Feuer ist gekommen. But then Elijah went to God aber and dann said, ist Elia zu Gott gesagt und hat gegangen und God, hat gesagt, you have heard what I've said. Gott, du hast das gehört, was ich gesagt God, habe. The man of God has grown. Und der Mann Gottes war gewachsen. He did it. Er hat es getan. And he went to God. Und er ist dann zu Gott and gegangen. Said, God, und hat gesagt, Gott, now do something. Jetzt tu etwas. Your guy has challenged them. Dein Mann hat sie herausgefordert. Do something. Tu etwas. I said, if nothing happened, come and ask me. Ich habe gesagt, wenn nichts passiert, dann komm und frag mich. Because I'm in some position right now. Denn ich bin in einer Position,
to tell you, um euch zu sagen, that something good is dass going to happen etwas to you. Gutes euch passieren wird. Something good, great is coming in your etwas life. Großartiges wird in euer Leben kommen. And because I've said this, und weil ich das gesagt habe, I am going home, gehe ich nach Hause and go on my knees, und gehe auf meine Knie and pray and say, God, und bete und sage, Gott, I've said, ich habe das gesagt. Something good is going to happen to somebody. Ich habe gesagt, dass etwas Gutes Let jemandem passieren wird. Pass. Lass es eintreffen. And it will come und to es pass. Wird eintreffen. It would come to es pass. Wird eintreffen. Because I am going to be on my Denn ich werde auf meinen Knien sein. Ich habe gesagt, etwas Gutes wird jemandem passieren. Ich werde auf meinen Knien sein. Denn ich habe es gesagt. Und nicht ich, sondern Jesus, der in mir lebt. And it will come to pass. Es wird eintreffen. You will see it. Ihr werdet es sehen. It will come to pass. Es wird eintreffen. Because the ark of God Denn die Lade Gottes has come to your house. Ist in euer Haus gekommen. Blessings Segen are going to come. Werden kommen. Blessings Segen are going to come. Wird kommen. Will you stand up on your feet Könnt right ihr einmal now, aufstehen, as we are going to pray. Wenn wir, während wir beten. And know that the presence of God und wisst, dass die Gegenwart Gottes in eurem Haus ist. It is in your house. Es ist in eurem Haus. And nobody can take it away. Und niemand kann sie rausnehmen. There is nothing you cannot do. Do you believe that you are in the presence of God? Glaubt ihr daran, dass ihr in der Gegenwart Gottes seid? Hey. Wenn sie Halleluja, Halleluja singen, dann spring und schrei für Gott. Denn da ist nichts, was dich
daran stoppen könnte, nicht glücklich zu sein. Gott möchte, dass du glücklich bist. Für den Rest deines Lebens. Nichts. Steh einfach mit Gott und sag Gott, alles um mich herum, das gut aussieht, aber du bist der Einzige, der gut ist. Und ich werde dich preisen. Ich werde dir folgen. Und ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir stehen. Du bist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist in dir. Er ist um dich herum. Er ist überall mit dir. Deswegen hast du das Recht, glücklich zu sein. Sei glücklich. Heute werde ich etwas in dir ausbringen. Ich möchte, dass du, während sie das Lied singen und sie Halleluja und Halleluja singen, dann möchte ich, dass du schreist und schreist und springst und schreist. Denn der Herr hat das freigesetzt. Das geht. Oh,
raise you up. Gott wird euch hochbringen. He's raising you up. Er hebt euch hoch. In everything in jedem, that you are doing. In jeder einzelnen Ding, was ihr tut. Promoting you. Er bringt euch höher. He's lifting you higher. Er hebt euch höher. And higher. Und höher. And higher. Und höher. Because of who you are. Aufgrund dessen, wer ihr seid. The Lord is going to touch you. Der Herr wird euch berühren. And give you und euch großartige Dinge geben, mächtige Dinge, die ihr noch nicht erwartet habt. Sie werden auf euren Weg kommen. Sie werden auf euren Weg kommen. Sie werden auf euren Weg kommen. Ihr wart Anbeter. Ihr habt Gott angebetet und habt die Lade Gottes in eure Gegenwart gerufen. Und ihr werdet niemals etwas verlieren. Gott wird ein Segen für euch sein. Auf eine besondere Art und Weise. Auf eine mächtige Art und Weise. Auf eine kraftvolle Art und Weise. Ihr werdet Gott sehen. In eurem Leben. Im Namen Jesus. Hebt eure Hände in diesem Moment. Hebt eure Hände. Hebt eure Hände. Hebt eure Hände. And sing this song. Und singt dieses Lied. What a beautiful name. Was ein wundervoller Name our God is. Unser Gott hat. What a beautiful name. Was für ein wundervoller Name. What a beautiful name. Was für ein wundervoller Name. What a wonderful name. Was ein wunderbarer Name. What a wonderful was für ein wunderbarer Name. Name. Jesus. Sein Name ist Jesus. Yeah.
Christina, I want you to pray for Mama Lizzie right now. Ich möchte, dass du einmal für Mama Lizzie betest. Wise, oh, I'm not destroying the whole.